ja schon. Ist schon, ne? Die Berlinische Galerie hat sich in ihrer Architektursammlung schon relativ früh für die 60er Jahre interessiert, aktiv Pläne gesammelt, Modelle gesammelt und vor allen Dingen auch Fotografien. Und immer wieder haben wir in der Diskussion feststellen müssen, dass das wirklich eine diffamierte Zeit ist in der Architekturgeschichte, dass vielfach die Gebäude verändert werden, abgerissen werden. Auf jeden Fall war der Beliebtheitsgrad oder ist der Beliebtheitsgrad dieser Architekturepoche nicht besonders hoch. Und das wollen wir so ein bisschen relativieren und hoffen, dass uns das auch gelingt, denn es ist eigentlich eine sehr zukunftsgläubige, eine sehr elegante Architektur, die in den 60er Jahren von den Architekten versucht wurde. Denn die waren ja in einem großen Dilemma. Wie sollten sie die Zeit des Nationalsozialismus mit seinem Monumentalismus überwinden? Woran sollten sie anknüpfen? Und das war dann in der Regel war das die Architektur des Bauhaus. Also eine sehr stark von der Geometrie geprägte Architektur, die für eine neue Gesellschaftsform auch eine neue architektonische Form gesucht hat. Und das hat man auch in technologischer Hinsicht angestrebt und hat sich auch mit neuen Materialien auseinandergesetzt. Und ein ganz beliebtes Material war in dieser Zeit der Beton. Und bis zum heutigen Tag ist das natürlich ein Material, was nicht besonders viele Sympathien erzeugt. Es altert nicht so wahnsinnig gut, aber es birgt unglaublich viele plastische, gestalterische Qualitäten. Und wir haben uns auf so eine Wiederentdeckungstour in dieser Architektur begeben. Und ich hoffe, dass man hier einiges entdeckt, was man vielleicht häufig achtlos am Wegesrand hat liegen und stehen lassen. Für West-Berlin ist eins der herausragenden Projekte des Wiederaufbaus, insbesondere der 50er und 60er Jahre, ohne Zweifel die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Der Architekt Egon Eiermann stand ja vor der Herausforderung, wie mit dieser Ruine der Kirche umzugehen sei, die zudem noch an einen Kaiser erinnerte. Wie sollte man damit in der frisch gegründeten, noch ziemlich jungen Bundesrepublik Deutschland umgehen? Und er hatte einen sehr, sehr wunderbaren Weg gewählt. Einerseits ist die Ruine der Kirche zu einem Mahnmal, zu einer Spolie, zu einem Antikriegsdenkmal geworden und andererseits hat er eine komplett neue Variante eines Sakralraums geschaffen. Mit Spiritualität, mit Lichtsymbolik, so wie man es eigentlich von althergebrachten Kirchenbauten auch kannte. Das ist sicherlich eine ganz programmatische Ausrichtung, die man da in der Architektur Egon Eiermanns in Berlin feststellen kann. Im Osten Berlins stellen wir tatsächlich auch eine Annäherung an die internationalen Gepflogenheiten der Architektur fest. Unter Stalin war es noch sehr verspielt, sehr zuckerbäckerisch, wie man häufig sagt. Aber dann, nach dem Tod Stalins, stellen wir fest, dass sich auch der Osten unglaublich dem Westen annähert oder dass es einfach sehr ähnliche Strömungen gab. Ich will da gar nicht von einer Bewegung von der einen in die andere Richtung reden, aber dann stellen wir fest, da gibt es unglaublich ähnliche Varianten auf beiden Seiten. Man versucht wirklich für diese neuen Gesellschaftssysteme in beiden deutschen Staaten die entsprechende architektonische Ausdrucksform zu finden. Und da reicht ein Besuch des Alexanderplatzes, um sich davon zu überzeugen, welche Ideen man da urbanistisch verfolgt hat. Es sollte wirklich ein komplett neuer Stadtraum entstehen, der nichts mehr mit den überkommenen, letztlich hierarchisch strukturierten Stadtstrukturen zu tun haben sollte.
verschiedene Farben. Die umfangreiche